bin Vanessa Vogt und seit diesem Jahr neu bei FISMAN dabei. Ich habe dann eigentlich relativ früh schon gemerkt, dass dieser Sport Biathlon mich total fasziniert. Ich habe immer die anderen Athleten gesehen, die einfach diesen unbedingten Willen hatten, diese Scheiben zu treffen. Und ich glaube, dann war es so, dass ich die Lust am nur Kreiseln und nur Bäume zählen verloren hatte und unbedingt am Schießstand einbiegen wollte und diese Faszination einfach auch leben wollte. Aufs Sportgymnasium bin ich mit 12 gekommen. Ja, da war ich noch jung, unerfahren. Die großen Sportler standen dann vor dir. Du warst natürlich ziemlich eingeschüchtert, aber es war auf jeden Fall eine sehr spannende und sehr prägende Zeit. Mit Obo verbinde ich einfach Natur, Heimat und sicherlich auch meine Familie. Ich glaube, dass die Trainingsgegebenheiten, sage ich mal, nicht mehr die idealen für mich sind, weshalb ich wochenweise jetzt nun mein Training an den unterschiedlichen Stützpunkten weiterführe. Also sprich, ich trainiere 2 Wochen in Oberhof und 2 Wochen dann in Ruppolding. Ich glaube, das ist enorm wichtig, natürlich auch im Laufen, dass man dann einfach sieht, wo muss ich hin, um einfach mit dem Besten mitlaufen zu können. Ich habe letztes Jahr im Training dann einfach festgestellt, dass ich auf einmal dass nichts mehr ging, dass ich nicht mehr meine Arme hochheben konnte und irgendwas mit der Schulter nicht in Ordnung war. Bin dann natürlich sofort aus dem Training rausgegangen und dann stellte sich aber schnell fest, dass eine Operation her musste, obwohl die Ärzte auch ziemlich kritisch damit waren, diesen Leistungssportgedanke überhaupt noch zu vertreten. Es haben viele dann so gesagt, okay, die Saison ist vorbei, aber ich glaube, dass das so die Zeit war, die mich am meisten geprägt hat, weil ich gemerkt habe, okay, ich gebe da nicht auf. Ja, ich glaube einfach, dass auch wichtig ist, diesen Ort zu kommen, wo du schon mal Erfolge hattest. Beispielsweise in Osrupli war es einfach so, ich stand 2017 mit der Mädelsstaffel dort auf dem Podest und dann gehst du ganz anders an das Rennen ran. Das Problem ist bloß, glaube ich, wenn man das erste Rennen gewinnt, ist so, okay, ich will jetzt beweisen, dass das keine Eintagsfliege war, sondern dass ich halt einfach diese Leistung schon nochmal abrufen kann. Die 3 Pokale dann mit nach Hause zu nehmen und die auch meiner Familie zu zeigen, das hat mich natürlich unheimlich stolz gemacht. Familie ist für mich einfach dieser Rückhalt, dass ich wieder nach Hause kehren kann, auch wenn es vielleicht mal nicht so gelaufen ist. Ich glaube, Familie ist dann immer für einen da. Gerade weil mir meine Familie so am Herzen liegt, ist es mir ein Privileg, ein Teil dieser großen FISMAN-Familie zu sein. Und das weiß ich zu schätzen und das gibt mir dann auch Kraft. Ich glaube, gemessen an der eigenen Leistung ist es enorm wichtig, sich stetig weiterzuentwickeln und Tag für Tag daran zu arbeiten, seine Ziele zu verfolgen. Letztendlich ist man der Held seiner ganz eigenen Geschichte.